Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Vor einiger Zeit hatte ich mit Professor Gerd Gantefirmer von der Uni Konstanz gesprochen zum Thema: Ist der Klimawandel kein Weltuntergang? Und danach gab es noch einige Fragen zu dem Thema und ich habe mir gedacht, jetzt suche ich mir einen wirklich renommierten Experten zu dem Thema hier in Berlin. Professor Volker Quaschning, Klimaexperte, was genau in dem Fall? Genau, ich bin studierter Ingenieur eigentlich, das heißt also eher von der Seite der Lösung, regenerative Energiesysteme. Das heißt, wir gucken, wie wir den Klimawandel stoppen können, das ist unsere Aufgabe hier. Und wir sind hier in der HTW, die Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlins schönste Hochschule, ein bisschen weit draußen im Südwesten, aber wir haben ja unten schon geschaut, Strandkörbe, Spree, also von der Lage her schön und von dem, was wir inhaltlich machen, auch super. Schade, dass es gewindet hat, das hätten wir euch gerne gezeigt. Genau. Vielleicht das nächste Mal. Ich habe ein paar Fragen eingesammelt, die ich immer wieder einblende von der Community, aber ich formuliere trotzdem praktisch frei meinen Leitfaden. Aber eine Frage wäre: Haben Sie Angst? Das ist jetzt eine gute Frage. Akut habe ich fast eher Angst vor dem Umgangsstil in Deutschland. Ich meine, man kann ja sachlich diskutieren, aber wenn man jetzt irgendwie anfängt, dann Morddrohungen zu kriegen, wenn man sich für Klimaschutz einsetzt, ist das irgendwie so eine Sache, wo ich sage, also das muss jetzt gar nicht sein. Gucken wir mal, ob man wirklich Angst haben muss vor dem Klimawandel. Genau. Das war ja eigentlich eher die Intention der Frage. Und beim Klimawandel geht es schon darum, dass man sich Sorgen erstmal machen muss. Angst hängt vom Alter ab. Um meine Kinder mache ich mir richtig Angst. Okay. Also weil wir wissen, dass die Klimafolgen halt kontinuierlich zunehmen. Also momentan, wir haben ja schon den Klimawandel, momentan ist der Rasen ein bisschen braun, sage ich mal, überspitzt, ja, an einigen Gebieten der Erde vielleicht ein bisschen schlimmer, da brennt mal der eine oder andere Wald, aber wir haben jetzt noch nicht so große, gravierende Auswirkungen, dass wir sagen, dass das nicht mehr beherrschbar wäre. Das wird sich Mitte des Jahrhunderts dann schon ziemlich stark verändern und drehen und Ende des Jahrhunderts erwarten wir, wenn wir jetzt nicht wirklich den Klimawandel stoppen, so gravierende Folgen, dass man schon überlegen muss, ob unsere Zivilisation überhaupt noch damit zurechtkommen kann, und deswegen mache ich mir sehr, sehr große Gedanken um, ja, das, was meinen Kindern dann im höheren Alter zustoßen wird. Dass die Zivilisation damit noch zurechtkommen kann, heißt das regelrecht, dass der Planet unbewohnbar wird zum Ende des Jahrhunderts? Naja, also man denkt ja immer so, Klimawandel, irgendwann geht der Planet in Flammen auf. Also das wird nicht passieren. Also wir hatten auf der Erde auch schon öfter mal einen Zustand, wo es entsprechend größer, wärmer und also entsprechend hohe Temperaturen geherrscht haben. Das heißt also, auch mit 8 Grad plus würde der Planet ganz gut zurande kommen. Nur da muss man überlegen, was das halt für die Menschheit bedeutet. Wenn die Temperaturen so extrem ansteigen, werden die ganzen Eismassen irgendwann früher oder später abtauen, die ganzen Küstenstädte versinken im Wasser, wir kriegen Probleme mit der Landwirtschaft in Gebieten, wo wir heute was anbauen, wächst dann vielleicht nichts mehr, vielleicht dann woanders, aber es hilft ja den Leuten in Afrika nicht, wenn ich in Sibirien dann Weizen anbauen kann. Und da ist einfach diese Sprengkraft, wenn sie dann anfangen, ein Drittel oder die Hälfte der Weltbevölkerung auf diesem Planeten umzusortieren, weil sie da nicht bleiben können, wo sie wohnen, glaube ich nicht, dass das auch nur ansatzweise friedlich abgehen wird. Und davor haben auch die Klimaforscher die meiste Sorge, nicht, dass der Planet in Flammen aufgeht, aber dass durch die Klimafolgen die Umstände so gravierend werden, dass wir dann einfach Zustände kriegen, wo die Leute ums nackte Überleben kämpfen, und dann wird der Mensch halt auch irgendwie zum Wolf und zum Tier, und das sind so Zustände, die ich mir wirklich nicht vorstellen möchte. Jetzt gibt es natürlich immer noch Leute, die sagen, naja, ich soll fragen zum Beispiel, wie sieht das mit Eike aus, was sagen Sie dazu, oder der Physik-Nobelpreisträger, der gesagt hat, ich habe mir das angeschaut, da ist doch gar keine Erwärmung. Wieso ist es so schwer, wissenschaftlich da hundertprozentige Klarheit zu vermitteln? Ich meine, der Klimawandel ist erstmal, wenn man das so in der Konsequenz zu Ende denkt, aus vielerlei unbequem. Also erstmal ist es natürlich unbequem, wenn man überlegt, oh, unsere Kinder, das ist irgendwie nicht sehr schön, wäre schöner, das wäre nicht da. Mhm. Es bedeutet auch, dass ich mich radikal verändern muss. Also wenn ich es akzeptiere, dass es den Klimawandel gibt und diese Folgen, dann kann ja nur die Konsequenz sein, wir müssen was dagegen tun. Ja. Und das heißt, ich muss was verändern, und das wollen die Leute halt einfach nicht. Veränderung ist immer schwierig. Genau, ja. Veränderung ist schwierig, und dann hängt man sich natürlich irgendwelchen kruden Theorien an. Und wenn man diese Klimaskeptiker, wie man sie so gerne auch nennen, dann mal anschauen, dann arbeiten die dann halt einfach mit zum Teil sehr interessanten Tricks. Also da werden dann Grafiken irgendwie die neuesten Werte weggelassen, also dass man zeigt, naja, es gibt keinen Klimawandel, man hört aber dann im Jahr 2000 oder 2010 einfach auf, wo die Messungen die letzten Jahre entsprechend nach oben gehen. Problem ist, wir haben eine Veränderung. Fangen wir mal bei ganz banalen Sachen an. Verbrennungsmotor, Auto nicht mehr, kein Ölwechsel mehr. So, das heißt, alle Leute, die heute einen Ölwechsel machen, ihr Geld damit verdienen, müssen irgendwas anderes machen. Wir haben in Deutschland weitgehend Vollbeschäftigung. Wir machen uns eher Gedanken, wo die ganzen Leute herkommen sollen, die diesen ganzen Wandel gestalten. Also wir müssen ja dann die Solaranlagen aufbauen,
Elektroautos, Ladestationen aufbauen, Windräder. Also wir haben Arbeit zum Ertrinken. Aber wir haben halt ganz viele Leute, die momentan einen Job machen, den wir später nicht mehr brauchen. Und das bedeutet natürlich da Veränderung. Und das sind einfach da auch, wo die Widerstände herkommen. Die haben einfach die Angst davor. Aber vielleicht nochmal ganz kurz zu den positiven Effekten. Das heißt, wir haben ja auch in Deutschland auch einen Import. Wir importieren jedes Jahr für 70 Milliarden Euro Erdöl und Gas und sagen, oh, das ist super, und überweisen dann an den Kronprinz von Saudi-Arabien oder andere Regime entsprechend unser Geld. Das ist ja auch nicht toll. Und wenn wir das alles umstellen auf erneuerbare Energien, Solar- und Windenergie aus dem eigenen Land, dann kann uns keiner mehr was. Das ist unsere Energie aus der Sonne, die kann uns keiner besteuern und, es ist nachhaltig für die nächsten Jahrhunderte ein System aufgebaut, was uns erstmal hier wirklich unabhängig, sichere Energieversorgung macht, und wir haben auch nachhaltige, zukunftsfähige Arbeitsplätze. Das heißt, wenn wir das einmal umgesetzt haben, dann brauchen wir auch nicht mehr viel verändern, und wir müssen halt einfach nur noch sehr schnell diese Transformation hinbekommen. Ich möchte an der Stelle mal sagen, dass ich auf viele Themen auch bewusst hier verzichte oder sie abkürze, weil man kann sich bei Thilo Jung, Jung und Naiv, ein sehr ausführliches Interview anschauen, und natürlich auch auf seinem eigenen Kanal Volker Quaschning gibt es viele Videos. Deswegen mache ich mal eine Abkürzung. Was sind die drei Dinge, fand ich eine gute, die drei Sofortmaßnahmen, die Professor Quaschning als Bundeskanzler hier, als Bundeskanzler, also, okay, oder als amerikanischer Präsident in Deutschland sozusagen, also mit Durchschlagskraft machen. Cool. Als erstes würde ich erstmal aufklären. Also das heißt, Millionen in irgendeinen Werbeetat reinstecken, weil wir haben bei allen Gesprächen, die ich sehe, einfach immer noch weder das Verständnis dafür, was einfach an Gefahr durch den Klimawandel droht, noch die Bereitschaft momentan auch wirklich diese Sachen zu akzeptieren, die wir für diesen Wandel auch bräuchten. Mhm. Also das heißt eigentlich, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, dann müssen wir in den nächsten 15 Jahren klimaneutral werden. Das heißt, kein Erdöl mehr, kein Kohle, kein Gas mehr, also kein Verbrennungsmotor. Wir müssen alle Gebäude dämmen, wir müssen also anfangen, ja, die Autos von den Straßen zu kriegen, die Kohlekraftwerke abschalten, durch natürlich erneuerbare Energien ersetzen. Und alles sehr schnell. Und das alles sehr schnell. Und das sehr schnell bedeutet auch, dass es dann auch rumpeln wird. Hätten wir vor 30 Jahren angefangen, wäre das alles ganz gemächlich und dann hätte das auch keinem so richtig wehgetan, aber die haben wir jetzt einfach verschlafen. Und das müssen wir jetzt nachholen, und das rumpelt halt jetzt einfach ein bisschen. Deswegen brauchen wir auch ganz klar die Bereitschaft. Also ein Beispiel, Flugverkehr. Das ist irgendwie so eine Sache, da haben wir in den nächsten 10 Jahren keine technische Lösung, wie wir da klimaneutral werden können. Mhm. Es gibt Ideen, wie wir dann mit Biotreibstoffen oder sonst irgendwie da runterkommen. Langfristig kann man auch Elektroflugzeuge machen, aber in den nächsten 10 Jahren never. Also das heißt, wir kommen da nicht runter. Dann muss man sich einfach mal überlegen, muss ich in den Urlaub noch fliegen? Auch das ist eine Bereitschaft der Veränderung. Ich meine, ich bin jetzt so mittleres Alter. Ich habe mit meinen Eltern früher immer Urlaub gemacht und nie geflogen. Also das war damals einfach nicht üblich, war zu teuer, hat man einfach nicht gemacht. Wir haben ganz Europa gesehen, auch irgendwie war schön. Und heute ist Europa halt nicht mehr groß genug, nicht? Also es muss halt irgendwo anders hingehen. Und ich habe jetzt gerade auch wieder mit Kolleginnen geredet, oh, ich war jetzt irgendwo in Afrika, war ziemlich stressig. Muss ich deswegen das Klima zerstören, um einen stressigen Urlaub zu verbringen? Ich war halt in Afrika dieses Jahr, weil meine Familie dort, meine Mutter ist dort geboren und da kommt man halt auch nicht anders hin. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist, bei jedem Flug zu überlegen, ob er sinnvoll ist und wo man vielleicht eben weniger fliegen kann. Ja. Nun ist es so, dass wir nicht allein auf der Welt sind und dass wir nur einen Bruchteil des CO2-Ausstoßes hier verantworten. Dass, wenn wir hier Kohlekraftwerke abschalten, werden ja trotzdem in China und Indien, glaube ich, noch neue geplant und neue gemacht. Und wir haben den Zuwachs der Weltbevölkerung. Wenn wir uns engagieren oder wenn wir Veränderungen akzeptieren, dann wollen wir ja auch das Ziel erreichen. Und wenn wir jetzt das Gefühl haben, oh, die Welt ist so groß und wir sind so klein und wir erreichen das Ziel nicht, dann wollen wir auch keine Veränderung. Wie können Sie die Hoffnung machen, dass wir von hier aus... Also erstmal, genau, Deutschland ist auf Platz Nummer 6 der Sünderländer. Wenn alle so reden, genau, dann können die Länder Nummer 7 bis 150 ja auch keinen Klimaschutz machen, dann brauchen wir gar nicht erstmal anfangen. Und selbst wenn die Länder, die vor uns sind, die 5 größten Sünderländer klimaneutral werden, werden wir den Klimaschutz auch nicht komplett hinkriegen. Wir werden nur vielleicht irgendwie das Tempo halbieren, was wir bräuchten. Also insofern müssen alle auf der Erde mitmachen. Das ist auch der Geist des Pariser Klimaschutzabkommens. Klimaschutz kann nur funktionieren, wenn 100% der Weltbevölkerung sich daran beteiligen. Wie kriegt man das hin? Also das ist erstmal der Fakt. Also Deutschland versteckt sich, also in dieser Aussage steckt einfach drin, die anderen sind ja noch schlechter, deswegen brauchen wir gar nichts machen. Und das sagt jeder auf dieser Welt. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Die Chinesen sagen natürlich, irgendwie historisch gesehen haben die Deutschen sogar noch viel mehr irgendwie auf dem Kerbsholz pro Kopf. Die Amerikaner sagen, momentan sind die Chinesen größer. Jeder beschuldigt ja dann immer den anderen und versucht sich hinter dem zu verstecken, so mit dem Argument, naja, der ist ja noch schlimmer als ich, deswegen brauche ich erst gar nicht anfangen. Und das bricht man dann runter, auch bis zum Persönlichen. Ne? Mein Fußabdruck ist ja gar nicht so groß und ich kann ja ruhig irgendwo in den Urlaub fliegen und auch eine Weltreise machen. Und Donald Trump, der fliegt ja noch viel öfter, nicht? Also dann habe ich das Thema eigentlich... Oder der Umweltminister. Oder sonst irgendwie. Genau, ich finde immer
einen, der entsprechend schlechter ist. Ja. Deutschland hat eine ganz große Verantwortung auch. Also wenn ich jetzt in andere Länder, mit Leuten aus anderen Ländern rede, dann heißt das, naja gut, also wir gucken erstmal auf die Industrieländer, vor allem auf Deutschland. Hm. Deutschland hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, wir machen das so mit der Energiewende, dem Klimaschutz. Wir merken, dass das momentan nicht so gescheit funktioniert. Hm. Und wenn das reiche Deutschland nicht hinbekommt, dann brauchen wir erst gar nicht anfangen. Und deswegen ist der Hebel, den Deutschland bewirken kann, enorm groß. Das heißt also, wenn wir wirklich jetzt voranpreschen und das zeigen, dann haben wir zwar nur selber im Land 2% der Emissionen vermieden, aber ich glaube, der Hebel liegt irgendwo im Faktor 10 bis 20. Das heißt also, wenn wir das wirklich schnell durchziehen und dann sagen, okay, Deutschland funktioniert und es geht uns weiterhin gut. Das würde dann also zeigen, dass also es wirklich ein guter Weg ist und dann haben wir sicherlich einen Hebel, der in der Größenordnung der Komplettemissionen von China ist. Und deswegen ist unsere Bedeutung viel, viel größer. Also wir sollten uns nicht kleiner machen, sondern wir können wirklich in Deutschland, wenn wir das ambitioniert durchziehen, wirklich einen Riesenbeitrag dazu helfen, die Welt zu retten. Und diese Chance sollten wir uns einfach nicht entgehen lassen. Wir haben in Deutschland ja mit dem Erneuerbaren Energiengesetz die Einführung der Photovoltaik und der erneuerbaren Energien gefördert, auch mit relativ viel Geld. Wir haben aber einen Riesenerfolg erzielt. Die Preise für die Photovoltaik sind weltweit so preiswert geworden, dass also mittlerweile Ölförderländer sich große Solarparks hinstellen, weil es billiger ist, also zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten jetzt mit Solarenergie Strom zu machen, als aus dem kostenlosen Erdöl, was sie aus der Erde holen. Und das ist natürlich eine schöne Sache, wo wir sehen, also die Technologie ist da und wird auch jetzt weltweit auch von Ländern eingesetzt, die gar nichts mit dem Klimaschutz am Hut haben. Wir haben ganz gute Voraussetzungen, nur wir müssen nur gucken, dass wir die Leute auch ermutigen und das, was wir heute in Deutschland nicht haben, diesen Mut, dass wir den weltweit irgendwie versuchen. Also wenn Professor Gantefür sagt, die ärmeren Länder, die brauchen die Kohle, weil es die billige Energie ist und wir müssen eher dafür sorgen, dass die sauber ist, dann sagen sie, nee, wir kriegen das. Ja, das war mal, also das ist irgendwie Stand der Technik von vor 10 Jahren. Also die Solarpreise haben sich, wie gesagt, in den letzten 10 Jahren so stark nach unten entwickelt, mir wird immer schwindelig. Also sie kriegen ja mittlerweile ein Solarmodul billiger als eine Glasscheibe. Wenn man jetzt neu anfängt zu überlegen, dann glaube ich nicht, dass Kohlekraftwerk noch eine wirtschaftliche Alternative ist. Vielleicht ein paar kurze Antworten zu ein paar ganz konkreten Fragen. Was denken Sie über Atomkraft? Atomkraft ist teuer, unsicher und wir haben nicht genug Uran, um überhaupt ansatzweise einen großen Anteil zu machen. Also weltweit ist die Kernenergie bei unter 5%. Es gibt einen Neubau, der geplant wird in Großbritannien. Da soll jetzt der Strom für 12 Cent aufwärts pro Kilowattstunde verkauft werden. Das ist dreimal so viel, wie hier derzeit eine Photovoltaikanlage auf der Freifläche kostet. Also abartig teuer. Das heißt, billig ist die Kernenergie nur wenn ich alte, unsichere, abgeschriebene Anlagen weiter betreibe. Und das Uran ist ein sehr begrenzter Rohstoff. Das heißt, würden wir die komplette Welt Energieversorgung mit der Kernenergie decken, ist in 2 Jahren das Uran alle. Also was soll das alles? Das Problem an Sonnenenergie ist ja und Windenergie ist ja die Speicherung und da haben Sie diese Methanspeicherung. Können Sie das mir noch mal kurz erklären? Sonst wir brauchen natürlich was das ausgleichen kann. Das sind entweder schnelle Gaskraftwerke für die Übergangszeit, die noch mit Erdgas betrieben werden. Wir können nächstes Jahr noch nicht klimaneutral sein. Wir brauchen ja schon 10, 15 Jahre. Also da sollten wir tunlichst dann auf das Gas setzen und dann aber auch sehr schnell in 10, 15 Jahren dieses Gas durch Power-to-Gas ersetzen. Das heißt also, es gibt die Chance aus Überschussstrom aus Solar- und Windenergie, den wir nicht direkt verbrauchen können, dann über Elektrolyse, kennt man aus dem Chemie- oder Physikunterricht, Wasser, Elektroden rein. Dann gibt es im Prinzip erstmal Wasserstoff, dann kann ich nochmal ein bisschen so Voodoo-Chemie machen und dann CO2 aus der Luft oder aus einer Quelle nehmen und das auf Methan aufbereiten und das ist dann wirklich erneuerbares Erdgas. Dass man dann wieder verbrennt und wieder Strom zusammen. Genau, und das kann ich dann einfach speichern. Wir haben gigantische Speicher in Deutschland, also die reichen um Wochen oder Monate die Stromversorgung sicherzustellen. Die sind schon da. Und aber Methan, ist das nicht das, was die Kühe rülpsen und damit den Treibhauseffekt arbeiten? Wir sollten das tunlichst nicht in die Atmosphäre pusten, also wir sollen es vorher verbrennen. Also das ist wichtig. Genau. Methan verbrennen ist kein Problem. Ja, dann entsteht wieder CO2, also wenn ich Methan verbrenne und dieses CO2 muss ich aber in den Prozess vorne wieder reinstecken, um das Methan wieder zu erzeugen. Also insofern, wenn ich das sauber mache und da keine Leckagen habe, ist dieses System absolut klimaneutral und das ist der Charme dabei. Ich bin jetzt absichtlich ein bisschen unsystematisch, sondern so assoziativ. Jetzt hatten wir Methan, CO2, jetzt komme ich bei CO2 zu einer Frage von einem Schweizer Zuschauer. Wie ist denn das mit dieser Schweizer Studie von kürzlich, dass man über Aufforstung eigentlich möglichst viel machen könnte? Also wenn man global denkt. Also ist erstmal eine tolle Studie, die ja so ein bisschen Hoffnung macht. Allerdings sehe ich so ein bisschen das Fatale, dass man sagt, naja gut, das müssen wir ja gar nicht, wir können ja weiter Kohlekraftwerke betreiben, brauchen wir nur ein paar Bäume zu pflanzen. Wir werden erstmal schon gut beraten, wenn wir weltweit die Waldvernichtung stoppen würden. Ja, also durch dieses Verbrennen von Wald entsteht ja auch Unmengen an CO2, das heißt also der Treibhauseffekt wird da stark befördert. Also wir sind ja nicht am Punkt, wo wir sagen, okay, der Wald ist jetzt stabil und jetzt brauchen
wir neue Bäume pflanzen. Wir müssen erstmal überhaupt aufhören, den Wald zu vernichten. Mhm. In Deutschland sieht es auch gar nicht gut aus um den Wald. Also gerade durch den Dürresommer und so weiter haben wir derzeit riesen Befall von Borkenkäfern und sonst irgendwie. Also der Wald in Deutschland ist alles andere als gesund. Also momentan muss man sich eher Sorgen machen, dass die Waldbestände abnehmen. Also darüber zu reden, dass wir jetzt einfach ein paar Bäumchen hinpflanzen, ist erstmal nicht so einfach. Wäre gut. Aber gut, oder? Genau, wenn man das schadet nichts, oder? Genau, aber jetzt nur die Frage, wo muss man denn die hinpflanzen? Also CO2, also Klimaneutralität bedeutet auch, dass der Wald stehen bleibt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt anfange, irgendwo einen Acker umzuflößen und dann haue ich den Wald wieder in 3 Jahren weg und mache da Papier oder Streichhölzer draußen. Also ich muss dann aufforsten und die Bäume müssen dort für immer stehen bleiben. Aber man darf sich keine Illusionen hingeben. Also man muss einfach mal ins Rheinland fahren und einfach mal gucken, wie groß diese Grube ist. Alles, was da ja fehlt, ist also Kohlenstoff, der in die Atmosphäre gepustet wurde. Und um das wieder zu kompensieren, müssen wir die gleiche Menge an Holz erzeugen, die da in der Grube mal gestanden ist. Also da geht es jetzt nicht irgendwie um kleine Stadtwälche. Also wenn wir die CO2-Emissionen in Deutschland kompensieren müssen, dann müssen wir da ganze Bundesländer zupflastern mit Bäumen. Also da denken Sie, dass andere Aufgaben leichter zu bewältigen sind? Also man kann das eine tun, darf das andere auf keinen Fall lassen. Also der Wald kann nur temporär ein bisschen was rausholen. Wenn wir jetzt noch 100 Jahre weiter irgendwie Öl, Kohle und Gas in die Atmosphäre pusten, also dann, weil, keine Ahnung, müssen wir den Mond bewalden, weil wir auf der Erde gar nicht mehr genug Flächen haben, um das rauszuholen. Und da schließt sich jetzt eine Frage an, wie Sie das mit den Kompensationen sehen. Also wenn ich jetzt morgen nach Brüssel fliege, ist es dann besser, wenn ich Atmosphäre was überweise oder soll ich es gleich lassen? Ja, Atmosphäre ist eine gute Organisation, also die verwenden das. Aber das CO2 ist ja trotzdem in der Luft. Nicht? Also bei so einer Kompensation ist, ich puste das CO2 in der Luft, gebe irgendjemand in Indien Geld, dass der eine Solaranlage hinstellt oder entsprechend etwas macht, was er vielleicht nicht gemacht hätte, vielleicht aber auch doch. Mhm. Aber es ist dann so eine moralische Frage, nicht? Also das heißt, ich verursache ja trotzdem weiterhin CO2. Aber man muss immer schauen, wenn wir in 15 Jahren weltweit klimaneutral werden sollen, na gut, dann kann ich die nächsten 14 Jahre noch Atmosphärezertifikate kaufen und was mache ich dann im 15. Jahr? Mhm. Das heißt, ich habe dann praktisch keinen Plan dafür, es entsprechend weiterzumachen. Also ja, als ich noch geflogen bin, habe ich mir auch so ein Zertifikat gekauft, aber hatte immer auch schon den faden Beigeschmack. Also das CO2, was ich jetzt trotzdem rauspuste, ist in der Atmosphäre und es bleibt drin. Ich kann es durch dieses Zertifikat nicht mehr rausholen. Ich kann nur jemand anders helfen, CO2 einzusparen. Das könnte ich aber auch so machen. Ne? Ja. Also warum nicht einfach die 30 Euro, die ich für den Flug zahle, nicht gleich nach Indien überweisen, wo ich auch einen Beitrag dabei, und das CO2 vermeiden? Das wäre eigentlich doch der bessere Weg, oder? Ich denke, man muss es von Fall zu Fall abwägen, was jetzt mit dieser Flugscham aufkommt. Es gibt ja auch Menschen, die reagieren auf solche Sachen mit Trotz, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also, und insofern finde ich bestimmte gesellschaftliche Druckmittel auch nicht so geeignet. Warum mache ich jetzt so Druck in dem Bereich? Also das Fliegen ist momentan weltweit noch nicht so für einen großen Anteil verantwortlich. Das liegt aber daran, dass nur 3% der Weltbevölkerung fliegt. In Deutschland macht der Flugverkehr ungefähr 10% der Emissionen aus, das ist schon mal relativ viel. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir schaffen, in den nächsten 20 Jahren unsere Emissionen zu halbieren, und der Flugverkehr soll sich aber in den nächsten 20 Jahren verdoppeln, dann kann man einfach, also 10% mal 2 sind wir bei 20, und wenn sich der Rest halbiert, dann wären wir bei 40% Anteil des Flugverkehrs. Das heißt, dann wird der Flugverkehr alle Klimaschutzbemühungen sprengen und wir werden in den nächsten 10 Jahren keine technischen Lösungen haben, um das komplett zu eliminieren, und deswegen müssen wir darüber nachdenken, einfach den Flugverkehr zu reduzieren, wo immer es geht. Eine Frage, die natürlich meine Zuschauer bewegt, nachdem ich mir einen Tesla gekauft habe und so viele Kommentare drunter stehen, das ist gar nicht umweltfreundlich. Finden Sie, dass Elektroautos umweltfreundlich sind oder im Moment die beste Variante, oder sollen wir aufs Wasserstoffauto warten? Weder noch. Zwei Fragen. Weder noch. Müssen wir mal ein bisschen ausholen. Also wird immer gefragt, ist das eine umweltfreundliche Variante? Ich bin der Meinung, das Elektroauto ist ein sehr guter Kompromiss. Ich gehe mal drauf ein. Ist das Elektroauto generell die Lösung? Muss man sagen, jein. Also Deutschland, auf 2 Einwohner kommt ein Auto. Das heißt, wenn wir das den deutschen Lebensstil weltweit übertragen, und wir können ja jetzt nicht sagen, wir leben jetzt so und Afrika soll halt irgendwo weiter zu Fuß gehen oder so, nicht? Also wenn wir das übertragen, bedeutet das, dass wir von 1 Milliarde Autos auf 4 Milliarden Autos kommen müssten. So, für 4 Milliarden Autos werden wir die Rohstoffe nicht finden. Egal, ob wir das Verbrennungsmotor, Brennstoffzellenauto oder sonst irgendwas ist. Das heißt, es wird nicht funktionieren. Das heißt also, wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen und als Vorbild und sagen, der deutsche Lebensstil soll auch für den Rest der Welt machbar sein in absehbarer Zeit, also bedeutet das, dass wir in Deutschland die Zahl der Autos reduzieren müssen, und zwar signifikant. Auf ein Viertel müssen wir vielleicht runter, das heißt also ganz klar, erstmal Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Fahrrad. So, wenn wir das alles erschlossen haben, dann werden immer noch Autos übrig bleiben. Und für die ist für mich, zumindest mal für die Kurzstrecken, für den Individualverkehr, ganz klar das Batterieauto von Vorteil. Auto vermeiden, Priorität Nummer 1, ganz klar. Zweite Priorität, was habe ich jetzt als Alternative? Ich habe die Alternative, den Verbrennungsmotor mit irgendwie Biotreibstoffen oder sonst irgendwie, haben wir die Flächen nicht, scheidet schon mal aus. Ich kann jetzt versuchen, irgendwie Sprit einzusparen,
sehr begrenzt, scheidet auch aus. Dann bleiben also noch zwei Arten übrig. Das wäre einmal das Wasserstoffauto und das Auto mit der Batterie. Das Batterieauto, Tesla zum Beispiel, hat einen Nachteil. Ich brauche eine Batterie und die Batterie braucht Energie bei der Herstellung. Das wird zu Recht kritisiert. Also alles, was hergestellt wird, braucht einfach Energie. Das ist in Ordnung. Man stürzt sich jetzt auf dieses Batteriethema mit einer Vehemenz drauf und sagt, boah, das Lithium, das wird ja ganz schlimm und unökologisch gewonnen. Stimmt nur zum Teil. Also erstmal wundert mich, ist sehr stark. Also Lithium wird ja schon immer verbraucht. Also im Laptop-Batterien, Handys, da war das nie ein Thema. Jeder kauft sich so das iPhone und so. Da ist es vollkommen okay, dass da Lithium drin ist. Genau, beim Elektroauto wird das plötzlich zum Riesenproblem. Ist halt ein bisschen mehr als so. Ja, aber entweder ist es für mich ein Problem, dann muss ich aber auch bei dem Laptop-Akku hinschauen. Oder es ist, sage ich mal, kein Problem. Für mich spielt Umweltschutz einfach eine große Rolle. Ich habe einfach ein Problem damit auch mit Lithium in meinem Handy. Deswegen habe ich ein Fairphone und kein iPhone. Weil ich weiß, dass da ein Hersteller ist, der zum Beispiel drauf guckt. Ich habe trotzdem ein Hybridauto. Weil Elektroauto ist nicht meine Preisklasse, momentan zumindest mal der Tesla. Und deswegen ist das momentan noch der Kompromiss. Aber Elektroauto sollte es dann schon sein, wenn überhaupt ein Auto. Man sagt, die Lithiumbatterie an sich ist ein Problem. Stimmt, wie gesagt, nur bedingt. Also es wird angeblich viel Wasser verbraucht. Ja, also es wird zur Lithiumgewinnung Grundwasser gefördert. Das ist allerdings kein Trinkwasser, sondern es ist Salzwasser. Das heißt, es ist eine Wasserlake. Die wird dann in große Seen gepumpt. Das lässt man dann verdunsten. Braucht man viel Landwirtschaft dazu. Hat einen gewissen Impact. Aber das wurde jetzt in den letzten Jahren so oder Wochen oder Monaten in Videos und Beiträgen so gebasht und gesagt, das ist irgendwie ganz schlimm. Im Vergleich dazu muss man einfach schauen. Eine Alternative wäre zum Beispiel auch Erdölgewinnung. Einfach, wer da mal Lust hat, Ölsande in Kanada googeln. Da ist die Umweltzerstörung ganz, ganz andere. Also den Schluss, den ja die meisten ziehen, naja, okay, das Elektroauto ist jetzt nicht eine gute Sache, ich fahre weiter Ölauto. Das ist dann so, als irgendwie man irgendwie eine harmlose Grippe, sage ich mal, mit irgendwie einer Cholera versucht zu vertreiben. Ja. Deswegen ganz klar, also das heißt, das Elektroauto hat Umweltprobleme, da braucht man nicht wegzudiskutieren, aber im Vergleich zu den Alternativen, die heute auf dem Markt sind, sind die einfach viel, viel kleiner. Wir arbeiten in der Forschung auch dran, dieses Lithium recht ökologisch zu gewinnen. Deswegen denke ich mal, ist das auf alle Fälle die bessere Alternative, zumal, wenn man, wie schon angesagt, wenn man dann dieses Elektroauto mit Solarstrom lädt, hat man also da auch im Betrieb so gut wie keine Emissionen. Und man muss natürlich auch sagen, es geht ja nicht nur um den Klimaeffekt, sondern wenn ich in die Innenstadt fahre, die ganzen Stickoxide und was weiß ich, ist ja auch eine Problematik, die habe ich mit dem Elektroauto halt auch weg. Mit dem Hybrid dann auch. Genau, also im Stadtverkehr komme ich damit auf alle Fälle klar. Ich brauche nur über Land noch ein bisschen was und ist zumindest mal für den kleineren Geldbeutel auch noch eine Alternative, wenn es unbedingt ein Auto sein muss. Ich will zum Schluss noch so ein bisschen in so eine politische Fragestellung gehen. Wir haben ja dieses Hashtag nie mehr CDU und wenn ich mich jetzt gerade mit Photovoltaik beschäftigt habe, dann habe ich immer festgestellt, dass wenn ich irgendwo an der Wand gelaufen bin, dann hat die, glaube ich, Sigmar Gabriel aufgestellt gehabt. Also da würde ich gar keinen Unterschied machen, nicht? Also Altmaier oder Sigmar Gabriel, das waren so die beiden Totengräber der Energiewende, sage ich mal, der letzten 10 Jahre und hat ja gewechselt irgendwie die Zuständigkeit SPD, CDU lange Zeit. Da würde ich sagen, was Energiewende abwürgen anbelangt, war die SPD bislang nicht wesentlich besser. Sie gelobt aber schneller Besserung als die CDU. Also insofern hat man bei ihr noch mehr Hoffnung momentan als bei der CDU. Können wir vielleicht über die Grünen auch noch irgendwas Schlechtes sagen? Das wird auch mal ausgehen. Naja, die waren ja in Nordrhein-Westfalen ja auch mal in der Regierung. Hat auch nicht so ganz geklappt da irgendwie mit dem Kohleausstieg. Da hätte man auch mehr machen können, hat man sich aber nicht getraut. Mir ist eine Sache im Kopf geblieben von einem Interview, ich weiß gar nicht mehr welches. Da ging es um Vegetarismus und dann war die Frage, ob man so den Veggie Day einführen soll oder was auch immer. Und dann haben sie gesagt, naja, sowas ist ja in Deutschland leider nicht durchsetzbar. Wenn Sie es durchsetzen könnten, wäre das was? Also würden Sie es verpflichten? Wären Sie so einer, der sagt, Pflicht? Also wenn ich meine Kinder zu irgendwas zwinge, machen sie das Gegenteil. Nicht? Also genau, auch wieder aufklären, Einsicht. Ja? Also das heißt, wenn, müssen es die Leute aus eigener Überzeugung machen, sonst macht das gar keinen Sinn. Ein Sechstel der Treibhausgasemissionen weltweit kommen aus dem Fleischkonsum. Das heißt, wenn wir alles andere klimaneutral haben, dann haben wir Faktor, ja, 5/6 zwar schon gewonnen, aber dann werden wir in 200-300 Jahren auch über den Fleischkonsum irgendwie unseren Planeten früher oder später dann in problematische Zustände bringen. Und deswegen müssen wir auch da versuchen, runterzukommen. Muss ja nicht gleich null sein, aber auch wieder zurück. Also ja, zu Zeiten, wo meine Oma da war, war es der berühmte Sonntagsbraten. Mhm. Da hatte man einfach nicht das Geld für jeden Tag Fleisch. Wir haben einfach eine Überflussgesellschaft, wo man sich jetzt einfach das reinziehen kann, was man möchte. Also Einsicht ist wichtiger als Zwang, ja? Das kann man so sagen. Eine Einsicht ist wichtiger als Zwang. Nur bei vielen ist, sage ich mal, ja auch
irgendwie überhaupt gar nicht die Bereitschaft da ist, nimmt sich mit, damit sich zu verändern. Das kriege ich wahrscheinlich nicht über Zwang. Macht keinen Sinn, aber man muss aufklären und zeigen, es gibt mittlerweile Alternativen, die genauso gut oder sogar besser schmecken. Und wenn man einfach weiß, dass man mit jedem Stück Fleisch den Kindern ein bisschen mehr Chaos vererbt, ist das einfach eine Frage, wo man mal drüber nachdenken sollte. Aufklären, aufklären, aufklären. Ich denke, aus Sicht des Zuschauers ist es informieren, informieren, informieren. Ja. Aufsaugen, schauen, Meinungen bilden aufgrund von Informationen. Dafür gibt es Ihren Kanal, Volker Quaschning. Dafür gibt es meinen Kanal und viele andere. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Liked, abonniert und kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Volker Quaschning. Ein Like. Euer Dieser Dad.